So, Benfi, also erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Sonderausgabe Animation Slowdown. Es geht nochmal um die Free Gems. Benfi hat sich gewünscht, Herr Gleich, bitte erklär mir doch mal, wie funktioniert das Spiel? Ich mache jetzt mal ein kurzes Video dazu, hab's ihm versprochen. So, hier seht ihr überall diese Gebäude, die ihr bauen müsst. Also normalerweise wird immer alles erklärt von Anfang an, wo man was bauen kann. Hier gibt es jetzt, sage ich mal, ich nehme jetzt erstmal, ich sammle erstmal das da ein. Dieses Geschenk. Da könnte ich jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt hier einfach mal irgendwas dahin. Nee, machen wir anders da. So. Glückwunsch, du hast ein Geheimgeschenk erhalten. 10.000 Erz. Jetzt zeige ich euch. Ich habe schon wieder drauf geblickt, jetzt zeige ich euch noch das hier mit diesem Dungeon. Tempo Dungeon ist zum Beispiel auch eine Sache, die ihr immer mal machen könnt. Ja, könnt ihr nämlich, ja, jetzt habe ich wieder, kann ich keine Energie mehr holen, aber ich habe jetzt hier, was ist das da unten? Was war das? Zwei. Angriff 2 oder was? Da kann man sich dunkle Energie holen. Und da gibt es dann solche Special-Dinger. Also ich machen wir es mal folgendermaßen. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder raus. So. Hier haben wir überall Gebäude, die gebaut werden. Hier ist zum Beispiel eine Mine. Da ist ein Steinbruch. Ja. Da ist ein Holzfällerlager. Ja. Und da sind so verschiedene Sachen. Es geht prinzipiell hier hinten um dieses Gebäude da. Das ist die Festung. Ja. Und die, ähnlich ist es auch bei dem anderen Spiel, ja, bei diesem Mobile Strike. Da geht es auch um das Hauptquartier. Das Ding muss auf Level 10 gebracht werden. Eigentlich reicht es schon, wenn ihr anfangt, es auf Level 10 auszubauen. Es dauert nämlich eine halbe Ewigkeit. So. Hier unten steht die Quest. Die nächste Quest, immer die, also direkt, guckt mal da unten, da sind ja diese ganzen Buttons da. Dann gibt es diesen schwarzen Balken, System, ein neues Allianzgeschenkfeld, bla 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 bla, ist erschaffen worden. Und darüber ist dieses Quest, Bauernhof auf Stufe 4 verbessern. Und normalerweise kriegt ihr dann auch gezeigt, wo das Ding ist. Ja. Ich weiß es ja, also da, wenn ihr diese kleinen Pfeilchen, guckt mal da, an diesem Bauernhof, das ist das Ding, was ich jetzt genau in die Mitte gezogen habe. Da steht momentan eine kleine 3 dran und da ist ein Pfeil nach oben neben dran. Und das hier ist der Bauernhof. Ich den jetzt anklicke, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, den abzureißen oder zu verbessern. Jetzt verbessere ich den und dann dauert das jetzt hier ursprüngliche Zeit 6 Minuten 40. Ich könnte es für 70 Goldmünzen direkt machen, brauche ich aber nicht. Macht auch keinen Sinn. Ich zeige euch nämlich, was jetzt passiert. Bei 6 Minuten 40 ist das überhaupt kein Problem. Ich verbessere jetzt einfach mal. Klicke hier oben. Na, oben ist jetzt diese Leiste. Bauernhof Stufe 4, 6 Minuten 33. Das läuft runter. Dann drücke ich auf Hilfe. Dann wird an die Allianz so eine Hilfsanfrage gestellt. Ihr müsst da immer am besten irgendeine Allianz beitreten. Ja? Das wird euch aber erklärt, wie das funktioniert im Spielverlauf. Und dann ist jetzt hier nebendran beschleunigen. Gebäude beschleunigen. Ja? Da dieser blaue Button. So. Und wie ihr seht, in einer Minute, also beim Game of War, ich glaube beim Mobile Strike sind es bei 7 Minuten. Kann man das Ding schon skippen. Und hier ist es jetzt bei 5 Minuten. 5 Minuten kann man einfach überspringen. Oder ich nehme jetzt hier einfach 1 Minute Zeitgewinn. Ich habe hier 2 Stück. Guckt, da habt ihr 3 Minuten Zeitgewinn, 5 Minuten Zeitgewinn, 10 Minuten Zeitgewinn. Und da unten habe ich noch 60 Minuten Zeitgewinn. Ich könnte jetzt hingehen einfach 1 Minute mal nutzen. Jetzt ist es da oben weggesprungen. Jetzt bin ich unter 5 Minuten. Jetzt kann ich diesen Gratis-Zeitgewinn nutzen. Ja. Und damit ist die Bauwarteschlange wieder leer. Ja. Jetzt insgesamt 4 Steinbrüche bauen. Wäre jetzt die nächste Aufgabe. Ja. Dann machen wir das mal.
Land freischalten, Sichel des Meisters holen, was auch immer das jetzt hier ist. Sichel des Meisters, Spezialevents sowie entsprechende Kennzeichen an Goldshop erhalten, Sichel des Meisters. Ja, das ist jetzt mit Sicherheit nicht das, was ich jetzt machen will. Ich muss mal gucken, ob ich da so einen Steinbruch kann ich auch einfach da bauen. Dann gehe ich hin, bauen und dann kann ich wieder auf Gratis klicken und dann ist der erste Steinbruch gebaut. Dann nehme ich den nächsten Steinbruch, wieder bauen rechts oben, wieder gratis. Nicht die Goldmünzen da oben verbraten dafür. Die braucht ihr auf jeden Fall noch. Dann nochmal Steinbruch, bauen, gratis da oben, dieses lilane Ding. Fertig, jetzt habe ich meine. So, jetzt heißt es Villa auf Stufe 4 verbessern. Jetzt muss ich mal gucken, die Villa ist, ist es das hier? Genau, das ist die Villa. Also das Ding hier, was da direkt hinter der Mauer ist. Also hier vorne ist ja dieser Mauereingang da, das Tor. Und dann, wenn man da nach rechts ein bisschen geht, und dann ist gleich da das mit Level 3 hier. Ne? Das ist hier die Villa. Die verbessere ich dann jetzt. So, das heißt es verbessern. Dann gehe ich wieder auf Hilfe. Dann klicke ich wieder auf Beschleunigen. Dann nehme ich mir jetzt hier wieder eine. Machen wir mal wieder eine Minute. Ja, jetzt habe ich davon keine mehr. Jetzt dauert es noch 25 Sekunden. Ich könnte jetzt nochmal 3 Minuten Zeitgewinn nehmen. Macht aber keinen Sinn. Ja, weil das wäre vergeudet. Für 20 Sekunden brauche ich keine 3 Minuten Zeitgewinn zu nutzen. Solltet ihr generell nicht machen. Zeit verschenken hier. Ja. Weil ihr werdet sie bitter nötig brauchen. Also das sind dann später Dinge. So, das ist das eine. Dann kann ich jetzt hier oben auf Gratis klicken, weil es jetzt unter 5 Minuten ist und das Ding ist schon wieder gebaut. Jetzt steht hier 30 Schleuderkämpfe ausbilden. Das ist aber bis dahin, bis zu diesem Level 10, braucht ihr euch eigentlich gar nicht großartig anzustrengen. Ihr kriegt es eigentlich alles erklärt. Steht immer da unten bei Quest, was ihr machen müsst. Jetzt gibt es nochmal hier extra Quests, also ja, Imperiums-Quests zum Beispiel. Dann kann ich jetzt einfach mal auf Sammeln klicken und dann auch hier sammeln. Und da unten steht, was ich alles bekommen dafür. Und wir haben nicht genug Stein und bla 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 bla. Und da kann man solche Aufgaben dann machen. Also beziehungsweise die Aufgaben, beziehungsweise diese. So, jetzt habe ich einen Stufenaufstieg sogar noch hinbekommen. So, und dann gibt es hier diese täglichen Quests, da kann ich hier zum Beispiel einfach auf Sammeln klicken, könnte hier ein neues starten, das wäre in 3 Minuten 51 fertig. Hier gibt es so Allianz-Quests, da gibt es dann auch wieder Sachen da unten, Helden-EPs und so weiter. Da könnte man hier so eine ungewöhnliche Quest zum Beispiel starten, die wäre erst in einer halben Stunde fertig. Dann haben wir hier solche VIP-Quests, hier, ich kann es machen, weil ich davon genug habe. Ich könnte jetzt mal so eine VIP-Ding da für einen Tag könnte ich aktivieren. Mache ich jetzt nicht. Es geht ja nur ums Präsentieren. Mache ich mal 30 Minuten VIP. Dann kann ich da unten auch hier wieder einfach nur sammeln und das nächste Ding starten. Müsste dann aber in 10 Minuten danach gucken, weil in einer halben Stunde bin ich kein VIP mehr. Ja. Und dann gehen wir da unten mal in die Allianz rein. Ganz unten in dem das dritte von rechts ist Allianz. Ja, und da gibt es hier mit Sicherheit, na, ein Geschenk habe ich jetzt noch nicht bekommen, oder alle geöffneten oder verfallenen Geschenke entfallen. Geschenk Düsterhöhe, Stufe 2, einmal 24 Stunden geringe Kostensenkung, Düsterhöhe, Stufe 1, rosiger Stein, hätte ich bekommen können. Hier gibt es diese Allianzhilfe, wenn ihr wollt, dass die Leute euch helfen, dann helft den Leuten. Hier gehe ich unten auf alle helfen. Hab denen dann geholfen, dass sie ihre Sachen zusammenbekommen. Wenn ihr das macht, dann kriegt ihr auch von denen Hilfe. Ja. So, ja, und das ist eigentlich schon fast alles. Also man kann hier noch in die Map reingehen und kann da andere Ortschaften angreifen. Man kann hier gucken, da gibt es auch beispielsweise, das hier ist so eine Mine. Die ist unbesetzt, jetzt könnte ich mal auf Besetzen klicken und dann mache ich mal so einen Marsch, ja, und dann sage ich, du musst mindestens eine Truppe auswählen, gut, dann lasse ich den mal da hinlaufen. Und was stand da jetzt?
Du musst mindestens eine Truppe, um einen Marsch zu entsenden. Ja, ich habe keine Truppen. Die sind alle, glaube ich, getötet worden. Kann das sein, dass alle meine Truppen gekillt wurden? Was ist das da oben für ein Zeichen? Ja. Gut. Das ist das eine. Dann solltet ihr auf jeden Fall in die Gegenstände da unten reinschauen. Hier unten gibt es dieses, neben Quests gibt es Gegenstände. Ja, und kann man Ressourcen. Achtet darauf. Hier, ich habe zum Beispiel 30.000 Nahrung, habe ich 11 Mal. Ja, im Besitz brauche ich nicht zu kaufen, sondern hier habe ich im Besitz 150.000 zweimal. Und da unten habe ich 10.000 Holz und 50.000 dreimal. Das ist alles in meinem Besitz, wenn ich das brauche für irgendwas. Also wenn man Gebäude baut, dann braucht man auch immer hier diese Ressourcen. Ja. Diese dunkle Energie ist natürlich mega geil, weil da kriegt man dann wieder Zeitboni. Das hier sind die Zeitgewinne. Da habe ich jetzt, glaube ich, nichts, was ich noch nicht eingelöst habe, weil die Zeitgewinne sind extrem wichtig. Die könnt ihr gebrauchen. So, dann gibt es hier Krieg. So ein Friedensschild, dass man nicht angegriffen wird und verschiedene andere Sachen. Dann gibt es da hinten Schätze. Ja, jetzt habe ich hier zum Beispiel so eine gewöhnliche Materialtruhe. Dann kann ich auf Besitz 1 nutzen. Dann kriege ich hier eine Tierhaut, was auch immer ich damit machen soll. So, dann habe ich hier nochmal so eine gewöhnliche Edelsteintruhe. Klicke ich da auch mal drauf. Was habe ich? Einen Fallenangriff, taktische Fallen. Verstärkt Angriffskraft deiner Fallen zusätzlich. Super. Interessiert mich überhaupt nicht. Interessiert euch auch nicht. Weil ihr wollt ja nur letzten Endes euer Hauptquartier auf Stufe 10. Hier gibt es so eine Starter-Ressourcentruhe. Klicke ich auch wieder auf Besitz 1 nutzen. Dann habe ich hier die ganzen Sachen bekommen, die da drin sind. Ja. Da unten kommen diese ganzen Beschleuniger-Pakete. Die sind natürlich mega geil. Guckt da einfach mal rein. Und der ein oder andere wird sehr, sehr überrascht sein, was er da noch alles im Petto hat, ja, was er noch nicht eingelöst hat. Mir ging das nämlich genauso. Und ich habe gedacht, verdammt nochmal, das gibt's doch überhaupt nicht, ja. Ja, hier zum Beispiel, geht mal da hinten auf Schätze. Dann habt ihr hier den Shop, da ist ja im Shop, da kann man ja was bekommen. Dann geht mal auf meine Gegenstände und guckt mal da. Hier habe ich zum Beispiel da, jetzt wenn ich klicke jetzt mal auf die Truhe Stufe 9, ja, weil ich die Festungsstufe 9 freigeschaltet habe. Das ist einer der wichtigsten Buttons da hinten für euch. Ja. Schätze meine Gegenstände. Also beziehungsweise meine Gegenstände. Also nicht Shop, geht in Gegenstände rein. Dann geht nicht in den Shop rein, sondern in meine Gegenstände und schaut mal bei Schätzen nach. Ich habe jetzt hier zum Beispiel. Seht euch das an, eine Truhe dafür, dass ich Stufe 9 abgeschlossen habe, kriegt dafür 10.000 Heldenenergie, 15 Minuten Zeitgewinn einmal, 60 Minuten Zeitgewinn und 12 Stunden Angriffsbonus. Mal nehme ich das und dann kriege ich das mit hinzu. Ja, so. Und kann das dann auch theoretisch nutzen. So, hier beispielsweise. Truhe, Stufe 10, Truhe voller Gegenstände. Kann bei Festungsstufe 10 freigeschaltet werden. Da gibt es dann einen 12-Stunden-Angriffsbonus, 60 Minuten Zeitgewinn. Der ist Gold wert, dieser Zeitgewinn. Den braucht ihr. So, hole ich mir das Ding da, nutze ich. So, hätte ich auch das. Ja. Und da unten hätte ich wieder so ein Ressourcenpaket. Das brauche ich jetzt nicht aktuell. So, also ich brauche eigentlich davon ja gar nichts mehr, weil ich jetzt einfach, ich werde es ja nicht mehr weiterspielen. Aber so läuft dieses Spiel ab. Ja, und es geht einfach nur die ganze Zeit darum, hier tatsächlich, ich betrete jetzt wieder meine Stadt, so tatsächlich hier dieses gottverdammte Gebäude da hinten auf Level 10 zu bekommen, beziehungsweise wenn ihr angefangen habt mit Level 10, braucht ihr nicht, ich habe echt gedacht, verdammte Axt, ja, ich wollte unbedingt noch diese Boxen da haben und das auf Level 10 hochzubekommen hätte 1,5 Tage gedauert, glaube ich. Irgend sowas war das.
Und dann wäre allerdings das mit der Box vorbei gewesen. Also ich habe gerade mit dem Bau von Level 10 angefangen und dann war die wäre die Box vorbei gewesen in dem Zeitraum. Und ich habe keine hier keine Beschleuniger mehr gehabt. Ja. Also das, was ich jetzt hier hatte, diese 2 Stunden oder so, die hätten mir gar nicht geholfen. Und ich mache das Animation Slowdown wieder auf und auf einmal BAM waren die Gems da. Ja. Ich so, what the hell? Was ist hier los? Geil. Ja, also, ich hoffe, Benfi, ich konnte jetzt ein bisschen helfen und allen anderen, die in irgendeiner Form diese Free Gemstar farmen wollen, unbedingt und Game of War oder eben Mobile Strike extra dafür spielen, sich da tagelang mit auseinandersetzen, um das Ding um Hauptquartier oder eben da. Das, was war das jetzt hier nochmal? Bei dem einen ist das Hauptquartier und hier ist es die Festung, das auf Stufe 10 zu bekommen. Das ist natürlich extrem ärgerlich, was manche ja sagen, ich mache das und dann funktioniert der ganze Kram nicht und sie kriegen ihre Gems nicht. Dann fordert sie bitte ein, zeigt Screenshots oder keine Ahnung, zeigt, ihr habt das gespielt. Und zeigt, dass ihr Stufe 10 die Festung habt und ihr habt die Gems nicht gekriegt. Macht am besten einen Screenshot von diesem Gebäude da oben, was weiß ich, und zeigt, dass ihr keine Gems bekommen habt. Wenn es euch geholfen hat, also Benfi, andere Sache noch, ja, weil du geschrieben hast, du wolltest jetzt unbedingt diese Box da haben, die aktuell ist. Also es ist jetzt nicht wirklich die beste Box. Ich meine, ich habe das jetzt extra für dich reingeschoben, dieses Video, damit du möglichst schnell jetzt dann dein Headquarter oder eben hier, jetzt muss ich wieder gucken, verdammt nochmal, die Festung auf Stufe 10 bekommst. Aber, weiß nicht, ob sich das lohnt. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, also wenn ihr die Coins dafür kriegt, ich hab ja genug bekommen, um quasi drei mal so eine 800er Box zu öffnen. Und bei der 800er beim Special Angebot sind es ja 3 Karten im Vergleich zu eben den 450, wo man nur eine Karte bekommt. Ja. Macht das nicht. Macht nicht die 450er. Holt euch einmal, weil es ist, wer kein Geld ausgeben will, die Gems sind so unendlich wertvoll. Sind so unendlich wertvoll. Wenn ihr da mal eure, was weiß ich jetzt hier, 2700 Gems bekommt. Wenn ihr beides spielt, Game of War und dieses Mobile Strike und ihr kriegt diese 2700 Gems, ungefähr so viel ist es. Ja, dann reicht das für dreimal so ein 800er Pack. Dann kriegt ihr 9 Karten. 9 Karten ausboxen. Dann achtet bitte darauf. Auch das noch möchte ich euch mit auf den Weg geben, ja. Auch das noch. Wenn ihr so eine Box öffnen wollt, dann schaut, dass das Boxen sind, wo eben nur nicht erfahrbare Karten drin sind. Es ist oberabfucking. Also sorry für den Ausdruck jetzt, aber es ist richtig, richtig nervig. Und dann kriegt man auch richtig, richtig Aggros, ja, und dann wird auch stinkesauer. Wenn man seine wertvoll erfarmten Gems oder so investiert in eine Box und dann kriegt man, keine Ahnung, eine Peggy oder eine Lila oder ein Bob oder ein Stan oder ein Stewie oder sonst irgendwas, also irgendwelche Epics, die ihr ganz normal erfarmen könnt. Ja. Ey, das geht gar nicht. Also, und das passiert. Es passiert oft genug. Es passiert oft genug. Ziehst aus so einer Box. Willst du Karten ziehen, weil du unbedingt so eine Leggy haben willst oder irgendeine Pre-Combo oder so.
Und dann kriegst du so eine gottverdammte Epic, die es einfach zu erfarmen gibt. Und das am besten zweimal oder dreimal, wenn es ganz dumm läuft. Da bist du aber am Kotzen. Ja, und zwar im hohen Bogen. Du musst aufpassen, dass du nicht da auf dein Tablet kotzt oder auf dein Handy. Und dass dein Arsch ist danach noch. Ja. Also, Leute, wie gesagt, das sind die Tipps, die ich euch jetzt mitgeben kann für dieses Free Gem Farmen. Guckt da rein in diese Gegenstände, macht die Quests und holt euch die Allianzgeschenke, helft denen bei der Allianz, baut diese Gebäude da, benutzt diese Forschungsbeschleuniger, vergeudet da keine Zeit, also dass ihr für, nicht, dass ihr was weiß ich um, weil ihr 30 Minuten warten müsstet, keine Ahnung, einen 3 Stunden Forschungs- bzw. Entwicklungsbeschleuniger nehmt, ja. Ihr ärgert euch später nur, wenn euch dann die 3 Stunden fehlen, weil ihr eine halbe Stunde gespart habt, ja. Holt euch Boxen, wo es keine erfahrbaren Karten drin gibt und holt euch die nur mit den 800 Gems. Dann wartet lieber, der Herr sofort ist einer, der sagt, ich will das jetzt alles gleich verbraten. Dann sag ich, nee, ich will das nicht gleich verbraten, ich möchte gerne meine Karten haben. Ja, ich will so viele, wie es geht, ziehen können und dann warte ich eben, bis die nächste Box da ist. So viel Zeit muss sein, so viel Geduld habe ich und so viel Ruhe habe ich. Ich muss nichts erzwingen, ich muss das nicht unbedingt so schnell wie möglich haben. Ja. Alles klar. Ich hoffe, Benfi, ich habe dir jetzt einigermaßen geholfen und auch eventuell allen anderen, die diese Gems farmen wollen und wenn es euch weitergeholfen hat, ja, dann würde ich mich natürlich extremst freuen, wenn ihr mir irgendwas in die Kommentare reinschreibt, wenn ihr das Video liked. Und vor allem natürlich wäre es super geil, wenn ihr den Kanal abonniert, vielleicht sogar euren Freunden oder so weiterempfehlt. Ja. Tut euch ja nicht weh. Ne? Ja, würde ich mal sagen, ich drücke euch jetzt ganz dolle die Daumen. Benfi, dir vor allem drücke ich jetzt ganz dolle die Daumen. Du hast dir das ja gewünscht von mir, dass ich dir dieses Video hier mache, um dir ein bisschen zu helfen. Und just do it. Ich drück dir die Daumen, du schaffst es, du kriegst bestimmt geile Karten. Wenn du dann soweit bist, dann schreib. Würde ich mich auch extremst freuen, auch bei allen anderen, die durch dieses Video an die Gems dann rangekommen sind. Ja. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare rein, welche Box ihr dann geöffnet habt und was ihr gezogen habt. Wäre super interessant. Okay, alles klar. Dann, wie gesagt, euch allen viel Glück, viel Erfolg, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.